Junge, bei 29 Grad oder so seine Moppe zu schieben ist hardcore unmenschlich. Oh, Dreck grün, Alter, WTF, das ist Schicksal. Schnell, 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 schnell. Schnell, nein. Schaffen wir. Nice. So, Leute. Ab dafür. Boah, Leute, es ist so fucking warm, Alter, ne? Holy shit. Willkommen zu einem weiteren Motovlog. Wir haben es gerade 28 und 29 Grad. Und ich sterbe gerade. Boah, Junge. Fahr! Ne, heute ist echt so ein Tag. Wenn da eine Schlange wäre, ich würde mich einfach vordrängeln. Das, Junge, man geht ja einem Stau. Das ist ja. Oh. Ich würde mal sagen, warm, warm, wärmer, am wärmesten. Auf jeden Fall fahre ich jetzt immer nach Hause. Ich habe nicht heute noch was vor, vielleicht mache ich heute noch ein zweites Video. Und zwar fahren wir noch vielleicht zu Cobra. Ich und Dennis, mal gucken, kommt jetzt ganz drauf an, ob die jetzt zurückschreiben. Die sind sehr fix im Antworten. Gucken wir mal. Was wir da machen und Co., das werde ich dann einfach dann in dem Video sagen. Bringt da nichts in dem Video. Wir fahren jetzt geschmeidig nach Hause, gucken mal, was hier so passiert. Oh. Na, Siggi. Muss selber mal überlegen. Sonst was Neues? Ja, A-Führerschein. A-Führerschein ist im Sack. Ich und Dennis hatten vor, glaube ich, 2 Wochen oder so, oder keine Ahnung, hatten wir Führerscheinprüfung. Haben bestanden. Ich wollte das ja eigentlich erst aufnehmen, habe ich dann nachher doch gelassen. Wie viel Grad? Das ist so ein Vorteil, ne? An diesen Temperaturen, der Motor bleibt einfach lange warm. Es ist einfach so fucking awesome. Man fährt irgendwo hin, ist da ein paar Stunden, kommt raus und der Motor hat immer noch eine super Temperatur, wird schnell warm. Wenn überhaupt eine warme, also mal warm fahren soll man noch ein bisschen, aber oh, es ist geil, es ist einfach geil. Es ist einfach und vor allem, der wird schnell warm, das ist echt der Vorteil in den Temperaturen, auch wenn man darauf stirbt. Es ist geil. Es ist geil, dass der Motor einfach schon sofort richtig willig ist und ach, es ist geil. So. Ich habe gerade so einen Ohrwurm. Oh, das können wir gleich einspielen. Das passt, glaube ich, dazu. Mache ich jetzt. Boah, ich gucke jetzt mal, ob ich richtig geile Videoschnitt-Skills habe. Ich würde sagen, Videoskills in 3, 2, 1, go. Kleiner Waldspaziergang. Wer sein Motorrad liebt, der schiebt, würde ich mal sagen. Oha. Oh, mein Kabel. Junge, dieses Mikrokabel, ne? Boah, Junge. Die können einfach ein gutes Mikro bauen. Stattdessen, okay, die bauen ein geiles Mikro, aber stattdessen flanschen so ein gefühlt 100 Meter Kabel dran. Junge, bei 29 Grad oder so sein Moppe zu schieben ist hardcore unmenschlich. Alter, Junge, mach mein... Ich glaube, das Mikrokabel brennt durch. Geil. Sehr geil. Erstmal anhalten. Puh. Junge. Ich sollte vielleicht mehr Sport-Vlogs machen. Boah, Junge, ich gehe hier ein. Puh. Guck, wie lang das Kabel ist, Alter. Puh. Ich komme meine Handschuhe nicht mehr rein. Fuck off. Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, wir haben es geschafft. Oh. Boah, ich komme mir vor wie ein Porno gerade. Was machen die denn da? Ein Doggy? Vor allem mal, Hunde, Tiere tun mir immer so leid, da ziehe ich immer... Ah, das Tier. Sorry Leute, ihr habt einen Hund.
Jo, oder bei Pferden, weil ich habe Angst, dass sie mich platt machen, wenn ich sowas mache. So Leute, ich würde sagen, das war's mit Vlog. Zumindest mit dem. Ich fahre wieder gleich vielleicht nach Cobra. Da kommt dann vielleicht dann nochmal mehr. Das wird an anderen Tag dann hochgeladen. Von daher würde ich sagen, Leute, bis dahin, ciao und halt die Ohren steif, ne? Und geht nicht ein auf ein Moped. Großer Tipp. Polizei. Weil der Polizist ist alleine und Polizisten alleine sind, machen nie was. Und jetzt dreht er um und fickt nicht.